Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir mittlerweile bei der 10. Vorlesung angelangt und hier werden wir uns mit den Vierfüßerartigen, den Tetrapodomorpha, befassen. Und wenn wir uns so anschauen, wir haben zwar nur zwei Füße, der Rest ist zu Armen umgebaut, aber insgesamt haben wir vier Gliedmaßen und gehören damit auch da rein. Damit kommen wir auch dann schon zur Taxonomie. Die unterteilt sich dann in die Kenichthys, die Wurzelzähne Rhizodontidae, die Carnovintridae, die Meckel-Ichthyformis und die Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen, die Eotetrapodiformis. In derer Taxonomie schauen wir uns dann die Tenirau an, die Platycephalichthys und die Elpistus degali. Nein, ich habe nicht momentan viel Lust bekommen auf Latein. Tatsächlich ist es so, dass viele von diesen gar keinen deutschen Namen haben und auch nicht sinnvoll übersetzbar sind. Wir sehen es schon bei den Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen. Das ist eine, nennen wir es mal, eigenwillige Übersetzung, eine sehr wörtliche Übersetzung, würde wahrscheinlich keiner in Wahrheit sagen. Aber okay, zur Taxonomie der Vierfüßerartigen. Wichtige Sachen sind, dass wir Oberarmknochen haben, wie alle Tetrapodomorpha. Diese Oberarmknochen werden fachterminologisch als Humerus bezeichnet, sowie die Nostril genannten Nasenöffnungen. Viele unserer Vertreter sind fischartig, höhere Vertreter wie wir Säugetiere haben vier Beine und Arme, weshalb diese namensgebend sind. Die Unterteilung ist wie folgt. Alle sind eigentlich ausgestorben, bis auf die Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen. Das sind die Kenichthys erstmal, die als Gattung, die ausgestorben ist. Die Rhizodontidae, eine ausgestorbene Artung. Die ausgestorbene Familie der Carnovintridae. Die ausgestorbene Meckel-Ichthyformis. Und die Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen, die Eotetrapodiformis, die keinen Rang haben und die noch existieren, was wir ganz leicht an uns selbst auch erkennen können. Zu Kenichthys gibt es auch nicht so viel zu sagen. Es gibt nämlich nur bisher eine einzige Art, Kenichthys campbelli, und die ist vor ca. 395 Millionen Jahren im Devon ausgestorben. Es wurden bisher nur Fossilien vom Kopf gefunden, mit einer Schädellänge von ca. 2 cm, also sehr, sehr klein. Dabei vermuten Experten, dass der allgemeine Aufbau dem anderen Muskelflosse, den Sargopterygii, gleich ist, sodass zwei Rückenflossen, paarige Brustflossen, paarige Bauchflossen und eine Schwanzflosse vorhanden ist. Da man aber bisher noch Schädel gefunden hat, ist es natürlich sehr schwer gesichert zu sagen. Ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal stellt die innere Nasenöffnung Nostril oder Choane dar. Bei anderen Tetrapodomorpha ist diese an der Oberseite des Mundraums, bei den Kenichthys hingegen befindet diese sich am Kieferrand, ist also versetzt. Damit kommen wir auch schon zu den Wurzelzähnen, den Rhizodontidae. Der Name geht auf das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal zurück, das darin besteht, dass die Fangzähne aller Vertreter tief im Kiefer verwurzelt waren. Da alle Vertreter der Ordnung am Anfang des Perms ausgestorben sind und nur wenige Fossilien existieren, ist auch hier wieder nicht viel bekannt. Je nach Art konnte die Größe von 1,5 bis zu 7 Meter variieren. Die innere Nasenöffnung Nostril Choane fehlen, ist damit auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Und aufgrund des Zahnausbaus vermutet man, dass die Wurzelzähne höchstwahrscheinlich Raubfische waren. Damit kommen wir schon zu den Carnovintridae. Deren Familie sind fischartige Vertreter gewesen, die Ende des Devons vor ca. 358,9 Millionen Jahren ausgestorben sind. Ihre Fossilien wurden bisher in New South Wales und Victoria in Australien sowie in Victoria Land der Antarktis entdeckt. Und alle verfügen über sehr kleine Augen und große Kiemendeckel, die Operculum genannt werden. Zudem hatten die Vertreter entweder rhombisch geformte Kosmoidschuppen oder Rundschuppen ohne Kosmin. Das ist eine knochenähnliche Substanz. Was man zu ihrem Kopf sagen kann, das ist natürlich hier nicht abgebildet ihr Kopf, sondern der menschliche Schädel. Aber damit man eine Vorstellung hat, denn wir müssen erst einmal sagen, dass ihr Kopf eher breit und flach war. Und jetzt seht ihr auch, warum wir die Zeichnung brauchen, wegen der Nummerierung. Denn ihr Schläfenbein, Osttemporale, hier mit 8 gekennzeichnet, und das Scheitelbein, Ostparietale, hier mit 2 gekennzeichnet, die konnten zusammengewachsen sein. Das Jochbein, hier mit 9 gekennzeichnet, Ostzymmaticum, das war doppelt so lang wie hoch. Und der Rand der Augenhöhle, das Orbita, wurde durch kleine Knochen vom restlichen Schädel getrennt.
Tja, das war schon wieder zu Ihnen. Über diese ausgestorbenen Vertreter gibt es halt immer noch nicht so viel. Klar, es ist schwer zu studieren. Deswegen werden wir jetzt auch bei der nächsten Gruppe, der megalithischen Form, wo es jetzt nicht allzu viele Daten finden. Was wir allerdings wissen, ist, dass alle Vertreter dieser Ordnung bereits ausgestorben sind und hauptsächlich in Devon vorkamen. Problem bei ihnen ist auch zusätzlich noch, dass ihre Gruppierung sehr umstritten ist und als paraphyletisch angesehen wird, also keine kladistische Gruppe ist in Wahrheit, da ihre Merkmale sich nicht vom Gen anderer Vierfüßerartigen unterscheiden lassen und daher eine klare Trennung nicht möglich ist. Wie auch viele andere Vierfüßerartige handelt es sich um Fische. Und die Ordnung wird auch unter dem Namen Osteolopeliformis geführt. Trotz aller unscharfen Merkmale, die man hier haben, von dieser Krate oder Klade, je nachdem, welche Auffassung man vertritt, ist sie eigentlich recht wichtig, da sie verwandtschaftlich betrachtet den Vierfüßern sehr, sehr nahe stehen und daher Aufschluss über deren Entstehung geben könnten. Ihre Merkmale sind tief am Rumpf sitzende Brustflossen, kurze, abgerundete Bauch- und Brustflossen, Kosmoidschuppen, äußere und innere Nasenöffnung, die Schwan, und das Ende des Oberarmknochens der Brustflossen war sehr beweglich, da es in einer Grube des Schultergürtels lag und damit ein Tetrapodengelenk war. Und das bringt uns auch schon zu den Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen, den Eotetrapodiformes, zu denen wir auch gehören. Und der Name von diesen ranglosen Taxonen ist als Symbol zu verstehen, denn das ist so gedacht gewesen, die Morgendämmerung, die ist ja in der Frühe eines Tages. Damit beginnt der Tag. Und die Gruppe dieser Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen umfasst weitgehend ursprüngliche Vierfüßerartige, also welche, die ganz früh innerhalb der Kladistik dieser Gruppe existierten. Und das ist quasi die Analogie dahinter. Neben den klassisch deutlich erkennbaren Vierfüßern umfasst diese Gruppe auch die ausgestorbenen Fischgruppen, die jedoch wesentliche Merkmale wie die Vierfüßer aufweisen. Darin zum Beispiel, dass alle Vertreter über labyrinthodonte Zähne verfügen. Das bedeutet einfach, dass sie im Aufbau im Querschnitt eine labyrinthartig gefaltete Schmelzschicht besitzen. Das sehen wir hier dargestellt. Die sind also, sieht ja, wie der Name sagt, labyrinthförmig aus. Man könnte auch verwoben oder verwirrt sagen. Zweites Merkmal, alle Vertreter haben verknöcherte Rippen. Drittens, alle Vertreter verfügen über ein Gaumenfenster, das ist quasi die innere Gaumenöffnung. Viertens, alle Vertreter haben innere Choan- und äußere Nasenöffnung. Bei uns ja auch, unser Mundraum ist mit der Nase verbunden. Und fünftens, alle Vertreter haben ein Kugelgelenk, welches den Oberarmknochen Humerus und den Schultergürtel Cingulum Membri verbindet. Kennen wir auch, das ist quasi, was wir als Schulter bezeichnen. Kommen wir zu ihrer Taxonomie. Sie lassen sich wie folgt unterteilen: in die ausgestorbene Gattung der Tinirau, die ausgestorbene Platycephalischties und die ranglose Gruppe der Elpistostegalia, zu denen wir auch zählen. Wenn wir uns die Tinirau betrachten, dann können wir sagen, dass es sich um fischartige Vertreter handelt, die im oberen Givetium im Mitteldevon vor 386 Millionen Jahren auftraben und heute ausgestorben sind. Die einzig bisher beschriebene Art davon, die aus fossilen Funden in den Simpson Park Mountains in Nevada stammt, ist Tinirau clarkai. Der Name geht zum einen Teil auf die polynesische Mythenfigur Tinirau zurück. Das war ein Hybrid zwischen Fisch und Mensch und Herr der Meereswesen. Und zum anderen Teil wird der Name auf die Paläontologin Jenny Clark ehrenhalber zurückgeführt. Aufgrund der Vermischung verschiedener Merkmale anderer Gruppen, und zwar Schädels der eher primitiven Fleischschlossern, dem Aufbau des Wadenbeins, den Tetrapoden ähnelt, und das Vorhandensein von unpaaren Rücken- und Afterflossen, wird das Taxon Tinirau als eigene Gattung geführt. Damit kommen wir zu den Platycephalischties. Diese ausgestorbene Gattung kam im mittleren Devon vor, genauer im Givetium, und gilt seither als ausgestorben. Und was ich euch zu ihr sagen kann, ist quasi nichts. Es liegen fast keine wissenschaftlichen gesicherten Daten vor, die eine Erläuterung oder Klassifizierung zulassen. Wir können anhand des Bildes hier nur sagen, dass sie wahrscheinlich
fast 2 Meter lang werden konnten, oder hier, wenn man es mal genau misst, 1,5 Meter. Aber auch das ist vollkommen gesichert. Es gibt einfach keine sicheren Daten. Daher, falls jemand von euch genau dieses Fachgebiet hat und irgendwelche Erkenntnisse hätte, kann er mir gerne mitteilen, würde ich mich sehr darüber freuen. Etwas, wozu man wenigstens irgendwas sagen kann, sind die Epistustegalia. Die werden alternativ auch Pandaichthyidia genannt. Und das sind hauptsächlich Landwirbeltiere und einige fischartige Vertreter. Folgende typischen Merkmale sind für sie typisch. Erstens, flacher, großer, parabelförmiger Schädel bei den fischartigen Vertretern. Sieht mir bei uns, die Beschreibung wird da nicht passen. Zweitens, keine Rücken- und Afterflossen. Drittens, die Brustflossen sind länger als die Bauchflossen. Viertens, der Kiemdeckel Operculum, der die Kiem schützt, ist entweder nicht mehr vorhanden, wir haben auch keine, oder nicht mehr verknöchert und nicht mehr mit dem Schädel oder Schultergürtel verbunden. Das heißt, wenn wir schon mal keinen Fisch haben, sind wir in der Gruppe auch ganz gut. Wenn wir einen Fisch haben, kann man das sogar über den Kiemdeckel recht schnell festmachen. Hier mal dargestellt, das ist der Kiemdeckel, quasi die Öffnung zwischen Kopf und Rumpf, wo hinter der die Kiem sitzen, was das Atmungsorgan ist und wo Wasser reinströmt und dann quasi der Sauerstoff aus diesen gefiltert wird. So, um diese Sachen jetzt zu festigen, bitte ich euch wieder an dieser Stelle das Video zu pausieren, Stift und Papier zur Hand zu nehmen und die Aufgaben zu lösen. Ich springe natürlich wieder zur Lösung und wir vergleichen dann. Und ja, ich wünsche euch ganz viel doll Erfolg und hoffe, ihr kommt gut klar. Okay, kommen wir zur Lösung. Die erste Aufgabe war, dass man anhand des vorgegebenen Schemas die Verwandtschaftsverhältnisse bzw. taxonomische Einteilung der Tetrapodomorpha darstellen soll. Ja, beginnt von den vierfüßerartigen Tetrapodomorpha haben wir die Kenichthyes als Gattung, die Rhizodontidae als Ordnung. Ihr könnt nebenbei Ordnung und Gattung so weglassen, das war nicht gefragt, das ist nur der Vollständigkeit halber. Die Carnovintridae, eine Familie. Dann die Ordnung der Megalichthyformes. Und die am wichtigsten von denen ist, die Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen, die Eotetrapodiformes ohne Rang. Von denen ausgehend gibt es die Tenirau als Gattung, die Gattung der Paldicephalichthyes und last but not least die Epistustegalia ohne Rang, zu denen auch wir zählen. Ja, das war erstens. Zweitens, was ist das maßgebliche Unterscheidungsmerkmal der Gruppe Kenichthyes? Ja, die inneren Nasenöffnungen befinden sich am Kieferrand statt an der Oberseite des Mundraums. Punkt. Das reicht. Drittens, welchen Umstand verdienen die Wurzelzähne, die Rhizodontidae, ihren Namen? Ja, das liegt daran, dass sie Fangzähne haben, die im Kiefer verwurzelt sind. Viertens, welche der folgenden Aussagen sind wahr, welche falsch? Falsch war die Aussage, dass die Gruppe der Epistustegalia ausschließlich fischartige Vertreter umfasst. Dann hatten wir die Aussage, ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal der Tenirau sind die unpaaren Rücken- und Afterflossen. Auch das ist falsch. C. Operculum ist der lateinische Begriff für Kiemdecke. Das ist wahr. Und was auch wahr war, war die Aussage, dass die Morgendämmerungs-Vierfüßerartigen über labierende hindodonte Zähne verfügen. Okay, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich weiß, es war diesmal doch eher trocken, einfach weil wir auch so viele ausgestorbene Sachen hatten mit wenig Informationen, die wir dazu geben konnten. Aber da wir uns jetzt immer mehr den Säugetieren oder den, sagen wir mal, den rezent existierenden Gruppen allgemein innerhalb dieser Gruppierung jetzt nähern, werden dann die Themen auch etwas vielseitiger, etwas spannender. Es wird nicht nur sein, eine Gruppe, eine Folie. Einfach, wenn wir mehr Informationen haben, dann teile ich die euch natürlich gerne mit. Bis dahin ist allerdings noch ein paar Vorlesungen. Ich hoffe, ihr haltet durch oder tut dann entsprechende Vorlesungen wieder einschalten, wenn es zum Thema kommt, das euch interessiert. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schöne Zeit. Macht es gut. Über eine gute Bewertung würde ich mich freuen. Daumen hoch hilft mir auch sehr. Auch wenn ihr Kritik habt, könnt ihr die natürlich gerne äußern. Ich versuche es auch besser zu machen. Bis auf eine Sache, bei alten Videos, falls ihr sehen solltet, von ihr seht es ja am Datum, da sind halt noch Datumssachen dabei, hauptsächlich im Steuerrecht.
da bitte nicht mehr der Kommentar, dass die Musik stört. Ich habe es mitbekommen. Normalerweise sollte da auch mittlerweile eine Info laufen, dass ich es nicht mehr wegschneiden kann, ohne es komplett aufzunehmen. Aber ansonsten gerne jede Kritik. Bis dahin sage ich Tschüss.